Hey Internet und YouTube, wir sind zurück und werden uns auch wieder verpiesen, noch vorher. Alles ganz easy, ich wollte nur ein bisschen Proviant mit... Okay, wisst ihr was, ihr könnt mich alle gern haben, wie ich auch geschrieben habe als Kommentar. Wartet mal. Ich werde mich hier wieder verpieseln, denn ich möchte eine andere Gilde, eine neue Gilde. Ich will ja nicht dieses Voodoo-Dings, das hatten wir quasi schon. Ich will Dämonenjäger. Mich ein bisschen informiert, das klingt gut, ist neu. Deswegen, ach ja, und alle sagen, ich habe hier bessere Ausrüstung. Why? Warum habe ich das? Ausrüstung. Rechte Hand. Eine Flinte. Krabbenstecher. Krabbenstecher? Gut ausbalanciert, 20 bis 25. Aber hier habe ich Schwerter plus 5. Aber ich habe noch nichts auf Schwerter investiert. Oder doch? Oder nicht? Oder wie? 15 bis 30. 20 bis... Puh, keine Ahnung. Ich nehme das mal. Ich habe eine Pistole. Natürlich habe ich eine Pistole. War ja ganz klar. War ja ganz klar. Alles. Oh Mann. Ich habe den Kapitänshut. Klingensicher und kugelsicher plus 3. Also, ich bin davon ausgegangen, ich habe gar nicht nachgesehen, weil ich wurde ja verbuddelt, okay? Ich wusste nicht, dass wir die ja alles mit verbuddeln hier. Dann setze ich mir halt guter Kapitänsmantel. What the mother chi? Hose, natürlich. Stiefel, of course. Und ich habe Ohrring, Silberzunge plus 10. Ich habe zwei Ohren, also passt, okay. Wieso? Ich weiß es nicht. Habe ich das aufgehört? Nee. Was? Okay, wie dem auch sei. Alles in Ordnung, YouTube. Okay, wir beruhigen uns. Das ist alles in Ordnung. Attribute, Fähigkeit. Fähigkeit. Also, nee, das ist zum Lernen. Attribute. Kann ich was investieren? Na, Kämpfe. Einfluss. Einfluss soll gut sein, oder? Silberzungen einschüchtern ist, glaube ich, immer sexy. Theater. Nee, ich weiß nicht. Ich nehme einfach. Ja, ja, passt schon. Wartet. Seekarte. Zurück zum Schiff. Genau, das wollen wir. Bounce up bin ich wieder und sieh mich an, was ich alles in meiner weißen, zerschlissenen Hose eingesteckt hatte. Okay, wo sind die in Calador? Calador, auch Eisenbucht genannt. Was war hier? Insel der Diebe. Nee, okay, das ist die Ruinen der dunklen Krieger. Okay. Passt. Genau, dorthin wollen wir. Perfekt. Neue Welten erforschen. Neue Zivilisationen entdecken. Und wieder Ruhm. Du kannst Fernkampf steigern. Du kannst List steigern. Und Fingerfertigkeit und Geist. Was soll das bedeuten? Ich bin zu blöd. So, Bones. Sieht gut aus. Ruderboot zum Strand. Und hier ist auch schon das Empfangskomitee, doch wir... Ist das nicht eine Muschel? Nein, ist keine Muschel. Kurz hier ein bisschen Proviant. Natürlich mit voller Kraft. Wenn, dann gehen wir richtig an. So, du bist hier der... Was suchst du hier? Ich rate dir, so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Wieso sollte ich? Die Schatten kommen aus dem Boden. Von überall hört man Berichte von Toten. Die grünen Feuer brennen. Plötzlich tauchen diese verfluchten Dämonenjäger auf und beziehen die alte Zitadelle. Und du fragst, wieso? Was hast du davon, wenn ich wieder gehe? Weniger Mäuler zu stopfen. Wir Fischer sind für den Großteil der Versorgung zuständig. Seit der Bedrohung durch die Schatten ist es schwer geworden, auf Calador zu überleben. Erzähl mir mehr über die Bedrohung. Was willst du wissen? Wie war das mit den Dämonenjägern? Die meisten Neulinge schließen sich ihnen an. Es gibt nicht mehr viel, was du hier auf Calador werden kannst. Dämonenjäger oder Totengräber? Naja, ich habe Leiche vergessen. Was sagtest du über die grünen Feuer? Mit den grünen Feuern sind auch die Dämonenjäger hier aufgetaucht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Wieso nicht?
Sie könnten euch vor den Schatten beschützen. Könnten sie, ja. Aber sie tun es nicht. Alles, was sie tun, ist, uns den Fisch wegzufressen. Erzähl mir mehr von den grünen Feuern. Plötzlich haben sie gebrannt. Ich habe Gerüchte gehört, dass sie eine Art Ruf sein sollen. Aber wenn du wissen willst, wer sie entzündet hat, das weiß ich auch nicht. Was ist mit der Zitadelle? Die Zitadelle ist eine riesige alte Ruine, in der sich die Dämonenjäger eingenistet haben. Ich rate dir, nicht dorthin zu gehen. Der Weg ist sehr weit und gefährlich. Am besten, du verlässt die Insel wieder auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. Was genau machst du hier? Wenn ich nicht fische, rate ich allen Neuankömmlingen, wieder von der Insel zu verschwinden. Ich habe nicht vor, wieder zu verschwinden. Ich habe mir schon gedacht, dass du so etwas sagen wirst. Dann lass mich dich wenigstens in unser Fischerdorf bringen. Nur damit du nicht über Kalador wanderst und den Schatten als Frühstück dienst. Okay, Fischerdorf hört sich gut an. Gute Entscheidung. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dich hinbringen soll. Ja, jetzt! Bring mich ins Fischerdorf. Folge mir. Neue Quest. Lass uns weitergehen. Proviant, mein Freund, Proviant. Wenn du siehst ein Huhn, lass es nicht ruhen. Das ist meine alte Piratendevise. Wir sind da. Sieh dich ruhig um, aber viel wirst du hier nicht entdecken. Wenn du vorhast, tiefer in die Wildnis zu gehen, vergiss nicht, dich mit Proviant einzudecken. Ansonsten trainiere ich jeden Abend das Messerwerfen. Du kannst mich gern herausfordern, wenn du mich an der Scheibe trainieren siehst. Vielen Dank, dass du mich den ganzen Weg bis hierher gebracht hast. Okay, finde ich super. Pilz in Ehren, kann niemand verwehren. Liegt dir sonst noch was? Eine Voodoo-Puppe. Oh, Papageienflug. Das sieht gut aus. Das sieht doch schon besser aus als die Voodoo-Gedöns hier, oder? Hexenokus-Pokus, Fidipus. Was soll das heißen, keine Fische? Es tut mir ja leid, aber du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Wir müssen auch sehen, wo wir bleiben. Wir können doch nicht alles abgeben, was wir haben. Verdammter Mist. Was soll ich den anderen denn erzählen? Du kannst ja selber mal versuchen, an dem Strand was zu fangen. Für so einen Kram habe ich keine Zeit. Ich gehe bald zurück zur Zitadelle. Nächstes Mal habt ihr hoffentlich wieder was. Du kannst es ja mal bei den Höfen versuchen. Das ist doch alles scheiße. Vielleicht fange ich unterwegs einfach etwas anderes. Mach das. Wie gesagt, es tut mir leid. Stopp! Na, wen haben wir denn da? Mich. Ein neues Gesicht auf der Insel. Willkommen am Abgrund zur Hölle. Dem besten Platz, an dem man momentan sein kann. Ah, was ist los mit dir? Schlechte Laune. Kennst du nicht dieses Gefühl? Alles geht den Bach runter und du fühlst dich lebendiger als je zuvor. Tut mir leid. Ich bin wohl schon zu lange hier. Bei der ganzen Scheiße, die hier passiert, hilft nur noch Galgenhumor. Was machst du hier? Was machst du hier bei den Fischern? Ich bin hier, um Fisch für uns zu holen. Wer ist uns? Na, zu uns Dämonenjägern natürlich. In die Zitadelle, hinten am Horizont. Aber diese armen Fischer hat es ebenfalls hart erwischt. Kommen kaum zum Fischen bei dem ganzen Stress hier. Kein Wunder, dass sie wenig Fische für uns Krieger zu verkaufen haben. Hilf ihnen doch. Warum hilfst du ihnen nicht? Wir Dämonenjäger schlagen uns schon mit den Schatten und anderer übler Brut herum. Wir können einfach nicht überall sein. Ich bin auf Patrouille und muss auch bald wieder zurück. Für die Probleme der Fischer bleibt da wenig Zeit. So wie es aussieht, werde ich wohl ohne den Fisch zur Zitadelle zurück müssen. Ich könnte dich mitnehmen, wenn du willst. Ich bin gerade erst angekommen. Warte mal. Nein, ich habe noch was zu erledigen. Sag mir Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Ich bleib noch ein bisschen hier. Falls du doch noch etwas Fisch auftreiben kannst, sag mir Bescheid. Ich kaufe dir rohen Fisch zu einem sehr guten Preis ab. Aber erst, wenn ich wieder bei der Zitadelle bin. Ich habe mein Gold nicht dabei. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Oh, du kannst alles, oder? Schleichen, Panzerknacker, Meisterdieb, Zähne ziehen lernen, Hörner nehmen lernen. Oh, okay. Das hatte ich noch nicht, oder? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage in diesem Teil der Welt?
Verheerend. Die Schatten sind auf dem Vormarsch und hier sterben alle wie die Fliegen. Als Totengräber wärst du hier genau richtig, mein Freund. Arbeit liegt hier genug auf dem Boden herum. Ich schätze, da wird auch viel geplündert. Du bist ein ganz Schlauer, was? Ja. Wo Chaos herrscht und Menschen verschwinden, dort wird immer etwas zurückgelassen. Wir Dämonenjäger können nicht überall sein, um zu verhindern, dass die Toten geplündert werden. Okay, Ende. Gott sei Dank sagt er nicht Ende. Okay, das ist mein Taxi zur Zitadelle. Das finde ich. Hier liegt doch Oberfisch. Du suchst Fisch. Fisch liegt überall hier rum. Ich finde dauernd Fisch. Hier liegt auch nochmal Fisch. Aber ich brauche selber Proviant. Meine Hühnchen hier. Perfekt. Es tut mir leid. Hier ist überall Fisch aufgespießt. Sogar ein Löffel. Ich finde sogar Besteck, um den Fisch zu essen. Tutan, hat jemand was dagegen? Das war nur die Warnung. Hühnchen. Nochmal roher Fisch, sogar ein Apfel. Ich weiß nicht, was dem sein Problem ist. Du brauchst nicht mal fischen gehen. Hier liegt es einfach so rum. Messer. Krug. Noch ein Messer. Und ein Gedönsstein. Ah, nicht hinsetzen. Steh auf wieder. Es ist keine Zeit. Fünf. Haha. Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Dir fehlt ein Apfel, mein Freund. Gute Nacht, schlaf weiter. Alles ist gut. Es gibt nichts zu sehen. Wo ist denn meine Schleichtaste? Das war ein Salto da. Nee, ich bin hier reinge. Ich bin in der Purzelbaumgilde. Das ist meine Special-Fähigkeit. Hier liegt nochmal roher Fisch, meine Freunde. Der Typ kann sich bei mir melden. Aber er braucht rohen Fisch und ich brutzle alles für mich weg. Naja. Ich bin auch wichtiger. Hier ist eine ganze Kiste voller Fisch. Den man nicht nehmen kann. Der Entenschlechter von Calador. Ah, sorry, alles meins, alles meins. Ich brauch Proviant. Ich hab das ziemlich nötig. Irgendwas, sieht nicht so aus, als hätte er was. Okay, wollen wir uns das bei Tag ansehen? Ich denke schon. Ich gehe mal kurz schlafen. Oh. Vielleicht sollte ich nicht schlafen gehen, damit ich nicht hier lande, oder? Von hinten kommt die schöne Musik. Von hinten ist die Musik. Soll ich zurück? Oh. No! Shit. Aber ich hatte vorhin Seele plus 1. Und jetzt habe ich minus 1. Also habe ich gar nichts. Okay, aber ich wollte ein bisschen Licht hier für das YouTube-Video bringen. Das sieht gut aus. Das ist die Zitadelle. Sexy. Gefällt mir hier schon wesentlich besser als bei der Voodoo-Insel. Das Setting hier. Excellent. Exzellent. Sollte ich mit denen hier quatschen? Ich habe Schritte gehört. Ja, aufstehen. Ach so, du Sei bist... vorsichtig da draußen. Hier ist eine Voodoo. Hier ist eine Voodoo und eine offene Truhe. Okay. Hast du nicht irgendwas zu erledigen? Arbeiten gehen oder so? Da war noch was. Verdammt, noch ein Maul, das wir stopfen müssen. Gehörst du auch zu den Dämonenjägern? Noch nicht. Nein.
Die ganzen neuen Leute, die hier auf die Insel kommen, machen uns das Leben nicht leichter. Als hätten wir nicht schon genug zu tun. Probleme? Kann man so sagen. Seit man von einigen Bauernhöfen nichts mehr hört, wollen plötzlich alle unseren Fisch. Warum freust du dich nicht darüber? Wir haben gerade mal genug Fisch für uns selbst und ein bisschen Überschuss zum Verkaufen. Aber wir können die Menschen doch nicht verhungern lassen. Besonders jetzt, wo sie auf uns angewiesen sind. Wenn hier nur nicht alles den Bach runtergehen würde. Das ist ja fies. Warum bist du da nicht fischen? Gute Frage. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Warum nicht? Weil mir dauernd etwas dazwischen kommt. Wie schlafen? Entweder sind es Monster am Strand oder irgendjemand will irgendwas haben. Naja, ich bekomme das alles schon hin. Bin ja nicht blöd oder so. Ich will nicht, aber ich tu's. Kannst du Hilfe gebrauchen? Ich weiß nicht. Abgesehen von dem fehlenden Fisch können wir auch keinen neuen fangen. Dann unternimm was dagegen. Ich bin Fischer, kein Krieger. Und diese verdammten Dämonenjäger sind sich dafür zu fein. Aber wenn du dich schon anbietest, du siehst aus, als würdest du das hinkriegen. Ja, du hast keine Ahnung. Was bekomme ich dafür? So sieht's nämlich aus. Das müsste an erster Stelle sein. Was bekomme ich dafür, wenn ich deine Viecher töte? Ich nehme nicht an, dass du Fisch haben möchtest, oder? Du kannst natürlich auch Gold haben, wenn dir das lieber ist. Such es dir aus. Wo genau sind denn die Viecher? Direkt unterhalb des Dorfes am Strand. Geh einfach dahin zurück, wo du angekommen bist und gehe rechts den Strand entlang. Dann müsstest du schon auf sie treffen. Alles klar. Okay, ich töte deine Viecher. Super, danke. Sag mir Bescheid, wenn die Biester erledigt sind. Neue Quest, Meeresfrüchte, okay. Dann bekomme ich etwas Gold und... was mir sonst bringen könnte. Mit dem Typen noch hier anquatschen? Bevor du mich fragst, sage ich es dir lieber gleich. Wenn du eine Nachricht überbracht haben willst, such dir jemand anderen. Ich habe genug davon, anderer Leute Mist durch die Gegend zu schleppen. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ja, was? Bist du so eine Art Bote? Ich bin nicht nur so eine Art Bote, ich bin Bote. Oder besser, ich war Bote. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass ich das nicht mehr machen will. Ich bin genug rumgereist. Es wird Zeit, sich dem Suff hinzugeben. Sehr gut. Ich will keine Nachricht überbracht haben. Na, wenn das so ist, dann hätte ich einen Vorschlag für dich. Ich habe noch einen Brief, den ich überbringen müsste. Hättest du nicht Lust, den für mich zu liefern? Was? Was bekomme ich dafür, wenn ich den Brief für dich überbringe? Normalerweise ist es so, dass der Empfänger bezahlt. Lass dich also von ihm bezahlen. Ich überbringe den Brief für dich. Alles klar, hier hast du ihn. Und denk an das Botengeheimnis. Nicht in den Brief gucken. Der Brief muss zu Harry nach Kila gebracht werden. Alles klar. Und was machst du mit deiner freien Zeit? Saufen, wenn du mir einen Rum ausgibst. Warum sollte ich? Ich mache dir einen Vorschlag. Du gibst mir eine Flasche Zielwasser aus und dann kannst du gegen mich im Messerwerfen antreten. Was hältst du davon? Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe keinen Rum für dich. Hier gibt einem keiner mehr einen Rum aus. Wenn du es dir anders überlegst, sag Bescheid. Okay, auf Messerschneiden. Hast du was dagegen, wenn ich hier reinschaue? Anscheinend nicht. Hier gibt's noch einen Löffel. Wartet, F5. Natürlich ist jetzt die Truhe hier. Fusel ist gut. Captain Finch wollte unter allen Umständen verhindern, dass ein Unwürdiger seinen Platz einnimmt. Also versteckte er vor seinem Tode seine berüchtigte Piratenflagge an einem gefährlichen Ort. Zuletzt soll er auf Kila, in der Nähe eines eingeborenen Dorfes, gesehen worden sein. Das reicht mir. Oh Mann, der Schatz von Captain, okay. 10.000 Quest auf der Insel, von der ich weg wollte. Okay, hier gibt's nur die drei Dinger hier. Ist der Typ wieder weg? Ist der weg? Fünf. Nicht hinsetzen. Okay. Schauen wir uns mal an, was der Gute für uns hat, oder? Fischrum und Runenhaut. Alles nehmen. Verdammter Dieb! Oh, shit! Ich mir.
Ich weiß nicht, was ist. Was hat er? Was ist sein Problem? Da war gerade eine kleine Störung hier. Dämonenklinge? Dämonenklinge klingt gut. Ist das irgendwas, Rune, meine Wirkung sah. Übermenschliche Reflexe. Aber ich merke mir das eh nicht, was das bedeutet. Oh. Schließ deine Wunden, also extra. Okay, Blaukreuz. Das werde ich mir mal merken. Der Schatz am Strand von... Oh, yes! Hier hat er was dagegen, aber die Voodoo-Puppe... Okay. So, das Haus ist leer. Danke für deine Mitarbeit. Okay, wie sehe ich denn den Schatz jetzt? Wie war denn das? Schatzkarte. Lesen, oder was? Oder... Sammlung. Geheim. Logbuch. Der Schatz am Strand. Auf der Karte markieren. Holy shit, das ist aber hier eine Menge, du. Oh, das ist aber ganz schön weit entfernt. Das ist ganz schön weit entfernt. Aber gut, wir haben eine Schatzkarte. Halleluja. Und ich habe die armen Leute hier geplündert. Ist der zu Hause? Denk nicht mal dran. Absolut. Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Ich sehe, dass du hier rechts eine Voodoo-Puppe hast, mein Freund. Nur zur Information. Okay. Exzellent. Das ist zu weit. Oh, das ist ein... Da gehe ich... Außerdem werde ich um 50.000 Mal sterben. Bis ich dort bin. In dem Boot kommen wir wieder zurück. Und hier rechts soll noch dieses plötzliche Gedöns sein, oder? Oh, hier ist niemand. Okay, du bist gerendert worden. Verdammt. Ich habe doch keine Chance. F5. Okay, mein Freund. Du. Hey. Oh no, du hast Freunde. Warte mal, was ist, wenn ich mit dir nach hinten laufe zu dem anderen Typen? Ja klar, zu dreht. Okay, hi. Wartet. Kommt mit. Ich habe einen erfahrenen Kämpfer. Au! Shit! Wow. Du, hilf mir! Mach das! Greif ein! Was ist das? Ja, genau. Du bist gut, mein Freund. Zu regenerieren. Da rennt der eine, rennt zurück. Dann haben wir noch das große Vieh. Hallo. Ja, da ist er. Au. Du bist noch hier. Ja, wir machen das zusammen. Wir sind beste Freunde. Greif ein. Yes. Shit. Ja, wir beide hauen daneben. Wir haben mich erwischt. Habt ihr das gesehen? Er hat ihn nicht mal beachtet und mich
getötet. Zum Kotzen. Ey, ich finde das... Ich finde das so fies. Okay, dann haben wir jetzt noch das große Viech. Rennt es auch nach? Das wäre super. Obwohl, das bringt hier gar nichts. Ich bin so weit entfernt. Ah, der Schatz ist so weit entfernt. Hey! Hast du was zu holen? Wow, das wollte ich nicht. Hallo? Ja, ja, er hat mich. Gut, gut, gut. Jetzt komm her. Ah, schade, der folgt mir nicht. F5, mein Freund, F5. Daneben. Ist klar. Daneben. Okay, das Blocken hat... Okay, Blocken ist... Er ist zu stark. Okay, ich bin tot. Okay, weißt du was? Vergiss es. Wir können darüber reden. Wir können... Ich denke nicht. Ich bin erst hier und muss hier... Nee. Nope. Dickes Nope. Oder? Wartet. Ich habe noch die Flinte. Ah, ein Wurfdolch. Aber irgendwie schieße ich ja so ohnehin nur daneben. Entweder so oder so. Bringt mir, lasst mich mal hier die Flinte kurz. Nicht die Flinte ins Korn werfen. Oh, da kommt mit. Er kommt mit. Hey, sauer. Gut. Komm her. Oh, shit. Komm mit. Na. Okay, der blockt hier nicht. Oh, shit. Oh, du hast eine gute Waffe. Holy shit, du machst das in zwei Schlägen, du Tier. Du Tier. Dankeschön. Sehr nett von ihm. Sehr großzügig. Was mache ich jetzt mit jedem Tier? Oh, aber die Flinte ist echt sexy. Vielleicht sollte ich mich auf Flinte... Aber ich glaube, die Typen sind ja mehr die... Degen. Ah, wir können immer schießen, oder? Wir können in jedem Spiel herumschießen. Oh, shit, da ist ja noch so einer. Wie zieht denn das ab? Nicht viel. Und ich habe keine Zeit zum... Dieser blöde Stein! Ich habe keine Zeit zum Anvisieren. Oh, ich muss das machen. Im normalen Laufen erwischte mich. Hier, mach deine zwei Schläge, damit er tot ist. Holy shit, sind das schon drei? Daneben. Oh, das war die Quest. Nate, du hast alles erledigt. Dankeschön. Du hast alles erledigt. Ich bin dir sehr dankbar. Dann hole ich mir mal meine Belohnung ab. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Die Viecher im Schrank sind erledigt.
Die Viecher am Strand sind erledigt. Ich bin der Beste. Wirklich? Alle Viecher? Mhm. Ja. Ich ganz alleine. Gut. Dann können wir wieder Fische fangen. Hab vielen Dank. Was möchtest du als Belohnung haben? Gold. Gib mir einfach ein bisschen Gold. Hier hast du dein Gold. Danke nochmal für deine Mühen. 100 Gold. Okay. Ich hoffe, ich bekomme wieder Fische, wenn ich hier vorbeischaue. Ja, das war anstrengend, aber ich bin ja mein Superhero. Nicht wahr, Nate? Könntest du mir deine Waffe geben? Schaffe ich sie vielleicht jetzt doch? Zum Schatz? Ich kann nicht aufhören. Ich kann aber nicht aufhören zu spielen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann die Stopptaste nicht drücken. Es geht nicht. Ich hätte noch die Heilung und... Papageienflug bringt mir gar nichts hier. Und acht, ich bin einfach zu... zu geizig, als dass ich das ausprobieren möchte, wisst ihr? Das ist das Problem. Oh, shit. Shit! Ja, ich habe nicht so viel Schuss dabei. Hier liegt doch... Okay, wie weit... No, da ist noch einer. Okay, da sind wahrscheinlich... Wo bin ich denn jetzt? Hier? Nee, nee. Vergesst es, vergesst es, vergesst es. Ich bin tot, bevor ich dort bin. Das kostet mir zu viel... Energy, okay? Wir gehen in die Zitadelle. Vielleicht bekommen wir ja dann auch irgendwas. Ein besseres Schwerti. Auch in drei Schlägen kaputt machen kann. So. Wir knabbern nochmal hier uns voll. Regenerieren dadurch. Und. Schwerter plus 5. Ich glaube, das ist fast besser, oder? So, und ich bin bereit, mit dir in die Zitadelle zu gehen. Ich denke, ja. Das ist in Ordnung. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.